grüße euch, guten Tag. Ja, oder was geht? Hier ist wieder Tobi. Wir sind zurück bei FIFA 16 in unserer Karriere mit dem FC Arsenal. Ja, was war das beim letzten Mal? Eine 1:0 Niederlage gegen Crystal Palace und diese Art und Weise, ey, das ist unfassbar. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir hier in der Champions League irgendwie, ja, ich will nicht sagen, uns den Frust von der Seele schießen, aber Fakt ist, dass diese Niederlage sitzt. Das war ein Wirkungstreffer, von dem wir uns jetzt erholen müssen, und das heute wird ein Test, bei dem wir wirklich ein bisschen was zu beweisen haben. Gegen den FC Basel, die Schweizer, die hier natürlich mit ganz viel Ambitionen dann aufs Feld gehen werden. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, nehmen wir nochmal Suaku, damit der vielleicht auf seine 78 kommt. Okay, dieses Training wird das noch nichts. Aber er macht auf jeden Fall gute Fortschritte. Jo, das ist auf jeden Fall in Ordnung. Okay. Wir gucken mal, was dann also heute rauskommt gegen Basel. So. Ich würde sagen, ohne viel Tamtam rein ins Spiel. Wir müssen mal gucken, wie wir unsere Aufstellung gestalten. Natürlich die, die da 90 Minuten gegen Crystal Palace durchgekämpft haben, werden da ein bisschen platt sein. Können wir das so spielen? Ich weiß es nicht. Spielen wir es mal lieber so. So, jetzt gucken wir mal. Sanchez ist ein bisschen aufgebraucht. Koscielny, dafür können wir Stones spielen lassen. Das ist kein Problem. Insigne kann spielen erst einmal. Den lassen wir für Sanchez spielen. Den lassen wir für Sanchez spielen. Und sonst lassen wir das erstmal so. Wir haben halt keinen ZM. Das ist ein bisschen bitter. Kann Walcott das spielen? Nee, nicht wirklich. Naja, wir gehen es erstmal so an. Und schauen mal, was uns erwartet. Gegen Basel. Auswärtsspiel. Also, wir spielen in der Schweiz. Und es geht ja in der Champions League doch dann auch schon um ein bisschen was. Und es wird natürlich ganz spannend zu sehen sein, wie reagiert Arsenal auf diese wirklich harte Pleite gegen Crystal Palace. Das wird sich heute zeigen. So. Stadion Europa. So, ganz epische Intro-Musik. Also, auch die Fan-Choreo, die da wunderbar durch den Mittelrang unterbrochen wird. Ja, wir gucken mal auf die Tabelle. Ist noch nicht ganz so aussagekräftig hier nach einem Spiel. Zenit St. Petersburg hat da die Schweizer am ersten Spiel zu einer Niederlage gedrängt. Und jetzt also gegen Arsenal, die gegen Besiktas 3:0 geführt haben, dann irgendwie in den letzten 5 Minuten sie noch 2 Tore eingefangen haben. Allerdings sonst war das im ersten Spiel der Champions League von uns über 80 Minuten lang ein couragierter und ambitionierter Auftritt. Das ist die Aufstellung der Gastgeber. Vorne mit Bildonat Embolo, der ja ein ganz heißes Talent ist. Wird ja aktuell bei RB Leipzig gehandelt. Also jetzt in der Realität hier im Spiel. Eher nicht. So, und wir gucken mal. Das ist die Aufstellung von Arsenal. Insigne rückt in die Startaufstellung für Alexis Sanchez. Und John Stones ist reingerutscht für Laurent Koscielny. So, und ich würde sagen, damit genug der Worte, rein ins Spiel. Es müssen Taten folgen. Arsenal gegen Basel. Wer holt sich hier die nächsten 3 Punkte? Bellerin. Da ist Özil, da ist Insigne. Das war eine ganz starke Chance, das war super herausgespielt von Arsenal. Leider führt es zu nichts. Embolo. Oh, da behindern sich die Arsenal-Spieler beide. Es gibt sogar den Einwurf für Arsenal. Oh, Insigne, der Seitenwechsel ist ihm mal ein bisschen missglückt. Basel holt sich den Ball zurück. Morata, schade. Das war knapp. Jetzt
Also, Insigne hätte den hier auch durchaus bekommen können. Da gibt es ein paar Abstimmungsprobleme im Passspiel von Basel. Thielemans wird auf den Weg geschickt. Thielemans mit dem Ball auf Morata. Morata 1-0, aber es zählt nicht. Abseits. Eieieiei. Das war aber ganz knapp, glaube ich, oder? Gucken wir mal. Ja. Also, das war ganz schwer zu sehen für den Assistenten. Er hat es aber gesehen, von daher alles in Ordnung. Richtige Entscheidung. Jetzt Arsenal mit Thielemans. Das war ganz stark gespielt und der Ball will wieder nicht rein. Arsenal hat hier alle Möglichkeiten zum 1-0 und nutzt davon bisher keine. Das war auch abseits. Aber ich bin ja gar nicht mehr hingegangen, von daher pfeift der Schiri das auch nicht, wird als Vorteil ausgelegt. Und Basel, ja, da sieht es gerade nicht so gut aus, muss man sagen. Also Arsenal gehört hier ganz eindeutig die Anfangsphase. Gastgeber aus der Schweiz bisher ohne wirkliche Chance nach vorne. Kuzmanovic verliert den Ball. Boah, hart dort den Freistoß zu pfeifen, wie ich finde. Kuzmanovic lässt sich Zeit und übergibt den Ball an Gashi, der jetzt versucht dort die Flanke zu bringen, die gar nicht mal so schlecht ist. Also da ist er doch, der erste Torschuss für Basel. Jetzt geht's aber mal ganz schnell andersrum. Lorenzo Insigne. Immer noch Insigne. Drüben ist Quincy Promes. Da ist der Schuss. Boah. Ja, gibt es das. Ja, gibt es das. Der Seitfallzieher von Quincy Promes und dann ganz knapp über den Querbalken. Also in puncto Chancenverwertung, jetzt mal auch spielübergreifend, wenn wir das mal gegen Crystal Palace sehen. Arsenal, ein bisschen nachlässig. Embolo. Die Flanke. Und jetzt auch der Schuss von Basel. Allerdings ist der Schuss von Gashi da, ja, eher ans dritte Stockwerk adressiert. Zumindest bekommt Basel ein bisschen mehr Zugriff. Aber Arsenal hat hier trotzdem eigentlich alle Trümpfe in der Hand, um hier zu führen. Hochzuführen mittlerweile auch. Der Ball war stark. Mesut Özil, Mesut Özil. Der Ball ist wieder nicht drin. Der Ball ist wieder nicht drin. Das war eine 1000-prozentige, die der Deutsche da stehen lässt, beziehungsweise liegen lässt. Das gibt's ja gar nicht. Arsenal muss hier führen. Die Chancen, die man hat, sind eigentlich so klar. Die sind auch richtig stark rausgespielt, auch spielerisch. Ist Arsenal hier eindeutig überlegen. Wow, also wie es hier noch 0-0 stehen kann, das ist ein Rätsel. Boah, später Pfiff. Wieder Freistoß für Basel durch Gashi. Natürlich ironisch, wenn jetzt ein Tor fallen würde. Zumindest kommt Basel ans Tor heran. Allerdings, das sind überhaupt keine gefährlichen Chancen dort. Wenn man es jetzt gerade mal vergleicht mit den Chancen, die die Gunners hier haben. Da liegen Welten dazwischen. Der Ball für Insigne, der den gut mitnimmt. Und es gibt Einwurf für Arsenal. Den bekommt Insigne wieder. Und will dann dort in die Mitte ziehen. Kommt aber lediglich bis 3-4 Meter vor die 16er-Kante. Eleni. Gegen Thiago. Der versucht ihn da zu stören. Und das gelingt ihm auch. Die Flanke kommt nicht an. Jetzt nochmal. Der Ball auf Morata. Kein Abseits. Alvaro Morata. Alvaro Morata. Und da gibt es den Freistoß. Aber dann muss es da auch eine Karte geben.
eigentlich, wenn das als Foul gepfiffen wird. Morata war durch. Es gibt Freistoß für Thiago. Keine Karte. Thiago, ne. So nicht. So nicht. Flach, halb hoch am Tor vorbei. Das war gar nichts. Da war mehr drin. Mbolo gewinnt dieses Kopfballduell. Zufi, Situation noch nicht durch. Also Arsenal macht sich das Leben selber schwer. 5 Minuten hier vor der Halbzeit. Jetzt gibt es den Eckball. Gashi meldet eine Verletzung an. Das natürlich ist unglücklich. Jetzt eventuell nochmal ein Konter von Arsenal. Überall war Morata. Mit Quincy Promes. Der ist nicht langsam. Kriegt aber den Ball nicht. Also wenn wir uns wirklich mal angucken, was Arsenal hier für Chancen hatte. Sie müssen führen. Sie müssen hier führen. Özil war frei durch. Promes war frei vorm Kasten. Und sie kriegen das Leder nicht rein. Jetzt wieder Basel. Aber auch die kriegen hier nicht allzu viel auf die Kette. Haben auch nur ein paar Ansätze dabei. Jedoch nicht mehr. Jetzt gibt es einen Freistoß aus einer ganz guten Position eigentlich. Da muss man aufpassen. Da muss man aufpassen. Gashi. Aber der ist drüber. Glück für Arsenal. Also Basel kann sich hier wirklich freuen, dass es noch 0-0 steht. Das ist wirklich ein Mysterium. Wie die Gunners hier noch nicht getroffen haben können. So, und die Nachspielzeit, auch die wird jetzt hier gleich vorbei sein. Mbolo. Mbolo. Und dann Petr Cech. Jetzt nochmal Arsenal. Özil verliert den Ball. Nee, nicht ganz. Da ist Morata. Da ist Insigne. Das ist kein Abseits. Kein Abseits. Insigne. Die Flanke. Da kommt Morata. Schade. Jetzt muss aber Halbzeit sein eigentlich. Genauso ist es. Also Arsenal nähert sich nochmal dem Tor von Basel an. Es steht hier 0-0. Aber von den Torchancen her führt Arsenal haushoch. Also wir werden da gleich mal gucken. Wie sieht denn das aus mit den Torchancen? Zeig mal her, Spielinfo. Schüsse. Basel hat mehr Schüsse als wir. Aber wir haben doch eindeutig mehr Hochkaräter gehabt. Also die Statistik lügt dort. Also der Eindruck ist eigentlich klar, dass Arsenal hier mehr am Drücker ist. Zu viel geht jetzt vom Platz. Es kommt Bitches. So, also Durchgang 2. Bisher ist das von Arsenal alles andere als eine schlechte Vorstellung. Jedoch fehlt eben bisher das Tor. Gegen Crystal Palace hat es ja auch noch nicht geklappt mit dem Tore schießen. Das muss heute eigentlich werden. Aber so nicht, aber so nicht. Latte und damit eigentlich fast die beste Chance im Spiel. Und die geht an Basel. Jetzt gewinnt sie Promes. Mit dem Ball auf Hector Bellerin. Und wo schießt der denn hin? Ich ziehe doch aufs Tor. Der Spanier, der Rechtsverteidiger mit der Riesenchance. Muss das Tor hier machen. Das gibt es doch gar nicht. Und jetzt sag nicht doch bei Roller. Promes. Quincy Promes. Abgefälscht. Also, ich weiß nicht, was Arsenal hier fabriziert. Das ist nicht zu fassen. Das ist nicht zu fassen. Gegen Crystal Palace wollte der Ball nicht rein. Hier will der Ball nicht rein. Es scheint ein Fluch auf der Arsenal 11 zu liegen. Morata. Mesut Özil. Abgefälscht. Wieder Morata. Thielemans. Da ist Quincy Promes. Oh, und dann mit den Fingerspitzen. Eckball für Arsenal. Wieder Mesut Özil. Bekommt den Ball wieder. Mesut Özil. Da hinten ist Thiago. Gabriel. Immer noch Gabriel, der Verteidiger.
Holt den Einwurf raus. Holt er nicht. Es gibt Einwurf Basel. Ah, okay. Quincy Promes. Boah, also auch wie Basel jetzt hier hinten schwimmt, das ist unfassbar. Und wieder hat Arsenal die absoluten hochkarätigen Chancen und macht das Tor nicht. Das ist unfassbar. 61 Minuten sind rum. Und wir können hier genau dasselbe sagen wie in Halbzeit 1. Basel wird hier noch nicht verstehen, warum sie aktuell einen Punkt bekommen würden. Aber man darf nicht vergessen, die sind gefährlich. Haben natürlich auch schon die Chance gehabt. Jetzt Morata. Morata wird gehalten oder rutscht aus. Auf jeden Fall kriegt er den Ball nicht mehr. Entscheidend in Richtung Tor. Embolo gegen Thielemans. Aber der macht das ganz stark. Thielemans macht das überragend. Jetzt Lorenzo Insigne. Immer noch Insigne. Auch der Ball auf Morata. Ganz gut gedacht, aber kommt nicht durch. Ist das bitter. 70 Minuten. Gegen Crystal Palace war der einzige Unterschied, dass da der Ball schon reingegangen ist. Basel kriegt hier nach vorne wenig auf die Kette in Halbzeit 2. Aber Arsenal kriegt den Ball halt nicht ins Tor. Und da ist es egal, wie gut sie spielen. So, Sanchez kommt für Insigne. Insigne packen wir mal hier hin. So. Jetzt Basel. Bötius. Die Flanke, da muss Cech hin. Da ist er auch. Wie kann es hier noch 0:0 stehen? Also Fußball ist manchmal auch wirklich einfach nicht logisch. Aber das macht ihn ja gerade für uns so spannend. Petr Cech. Das war nicht ganz einfach. Insigne. Mit dem langen Ball in Richtung Morata. Der Keeper kommt raus und kriegt den Ball auch in der Box. Ja, ich bringe jetzt auch gleich mal Wellback für Morata, denn Morata ist auch komplett fix und foxy. So, und dann müssen wir jetzt irgendwie... Der Ball muss rein. Ganz einfach. Die drei Punkte wären verdient. Zweifelsohne. Die Fans haben noch gute Laune. Die Fans haben noch gute Laune! Aber Gott sei Dank war das Abseits. Um Haaresbreite. Gashi. Bei dem man dachte, der muss ausgewechselt werden, weil er verletzt war. Jetzt gucken wir mal. Bellerin, das macht er. Boah, das ist kein Abseits. Das ist kein Abseits. Das war kein Abseits. Das war ein reguläres Tor. Das war ein reguläres Tor. Von Basel. Ist das bitter. Für die. So, und bei Arsenal klappt jetzt auch das mit dem Passspiel nicht mehr so gut. Jetzt geht's wieder über den Kampf. Das ist wieder ein Abbild des Spiels gegen Crystal Palace. Das ist für Arsenal so unglücklich. Das ist kaum in Worte zu fassen. Man muss einfach nur den Ball reinkriegen. Das Runde muss ins Eckige. Und daran scheitert es eben heute. Und Basel, die gehen es jetzt sehr passiv an. Die schätzen diesen Punkt hier. Die wollen den haben. Und Arsenal, ja. Also mit dem Punkt kann man nicht zufrieden sein. Promes. Immer noch Promes. Ah, und dann leider nicht der richtige Zeitpunkt für dieses Abspiel. Spannend ist es, aber wenn es hier wirklich nur nach Chancenqualität gehen würde, da ist Arsenal so klar überlegen. Und wir sehen auch, bei Basel geht nicht viel. Da geht kaum irgendwas. Masuaku.
Jetzt mal Insigne, Insigne! Tor für Arsenal! Das ist so verdient. Lorenzo Insigne bringt die Gunners hier auf den Punkt in der 90. Minute zum 1:0. Wellback, Insigne und dann endlich einfach rein. Einfach den Ball rein. Lorenzo Insigne, ein überragender Abschluss, eine ganz starke Vorlage von Danny Welbeck und das 1:0 für Arsenal. Und das war mal eben ganz knapp. Zeitlich gesehen. Also ich denke mal, wir müssen nicht darüber streiten, ob das hier in Ordnung geht oder nicht. Ich glaube, das sieht hier jeder selbst, dass die Gunners hier ein ganz starkes Spiel gemacht haben und sich eigentlich mit diesem Sieg belohnen müssen. Petritschek kommt nochmal an den Ball, da ist Welbeck. Und das war's. Arsenal gewinnt gegen Basel und holt drei ganz, ganz wichtige Punkte in dieser Champions League Gruppenphase. Aber das konnte nur ein Sieg werden. Also, wenn wir hier mal auf die Chancen gucken, die Arsenal hatte. Eieiei, das Tor von Morata, was nicht gezählt hat. Unfassbar. Unfassbar. Eigentlich 10:10 Schüsse und 5:5 aufs Tor, aber ne. Wenn wir mal gucken, bei Basel wird dann ein Schuss aufs Tor gewertet, der in die dritte Etage geht. Aber bei uns, Quincy Promé, der Seitverzieher, übers Tor. Hector Bellerin, der frei durch ist und den Ball nicht auf den Kasten kriegt. Eieieiei, was war das denn bitte für ein Spiel? Aber Gott sei Dank gab es dieses späte Tor. Und wir nehmen drei Punkte mit. Das ist wichtig. So, Wilshere ist endlich wieder zurück. Es wurde auch mal wieder Zeit. So, und den können wir zumindest mal mitnehmen für Oxlade-Chamberlain. Und man kann dann überlegen, ob man ihn spielen lässt für zum Beispiel Thiago. So ungefähr könnte man das Ganze machen. So, wir gucken mal in dieser Aufstellung. Ja, da ist Wilshere sogar vertreten. So, und wir gehen mal kurz bis zum nächsten Spiel, würde ich sagen. Genau, das ist dann gegen Stoke. Das werden wir heute dann nicht mehr machen. Das ist dann fürs nächste Mal geplant. So. Monatsbericht Jugendmannschaft. Gucken wir mal hier. Okay. Er ist hier eine 60. Nicht schlecht. So, ist Wilshere denn jetzt auskuriert oder sieht es da nicht so gut aus? Hat noch das... Ja, okay, einwechseln kann man ihn, aber mehr nicht. So, ich würde sagen, für heute soll es das dann gewesen sein. Erstmal, ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Ab nächstem Mal dann eigentlich auch wieder mit Facecam, wenn alles klappt. In dem Sinne, für heute bin ich raus. Danke fürs Zusehen. Der Sieg war wichtig. In dem Sinne, macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.